Silvio! Moin Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zurück zum Silvio Run. Wir stehen vor Sabrina und er läuft ja zurück. Ja genau, er möchte nämlich Level 50 werden. Und dafür habe ich mir diesen Trainer ausgesucht. Der ist relativ nah dran und ich hoffe, den kriegen wir jetzt gleich schnell kaputt. Und dann gönnen wir uns Sabrina, was ein ziemlich random Battle werden kann, denn sie nutzt X-Abwehr, sie nutzt Genesung, sie nutzt Blitz und Psykraft. Ich bin mal gespannt, was da jetzt gleich raus wird. Panzerschutz juckt uns nicht. So. Donnerblitz haben wir gemacht. Wir sind Level 50 jetzt, also levelmäßig da, wo wir hingehören. Für die 6. Arena. Das bei anderen Spielen. Ja. Wäre eine ganz krasse Nummer. Aber in Pokémon Gelb ist Level 50 für die 6. Arena ja normal. So, weiter geht's. Sabrina. Sabrina ist, wie gesagt, random. Ich schau mal, wie gut wir jetzt hier durchkommen. Wir sind im selben Level. Blitz ist schon schlecht. Der trifft auch relativ gut. Wir treffen aber auch. Dann ist Feierabend, ja. X-Abwehr, das ist das, was ich gemeint habe. Wir treffen nicht. Wir treffen. Na, reicht nicht ganz. Psi-Welle ist gut, weil da wir wenig Schaden durchnehmen. Also weniger als durch Psychokinese. Ich hätte so gern Sternschauer hier, ne? Genesung. Wie gesagt, sie attackiert random. Body Slam. Paralyse wäre noch schön gewesen. Reflektor. Ja, wir haben gewonnen. Es ist so random. Es ist geil. Ja. Pretty easy. Pyro mehr Probleme gemacht als die Olle in ihrer Arena hier. Ist das geil. Es ist, ja, es ist halt random. Was willst du machen? Einfach nur, weil es witzig ist. So, ja, dann fährt Hania City willkommen. Ja, ich mach mal Reflektor hier. Ich bin ja kurz vor Sterben. Ja, egal. Mach das. Mach das, wenn du dich damit besser fühlst. Das war ja nichts. So, wir gehen nochmal zum PC und legen ab, was wir nicht brauchen. Ist jetzt ja doch eine ganze Menge der Liftöffner. Silvskoppe. VM3. Türöffner. Und Y-Öffner. VM4. Ja, gut. Wir heilen uns. Ja, und jetzt geht's bei Giovanni in die Arena. Wir werden da alles mitnehmen, was wir kriegen können. Wir brauchen jedes bisschen EP. Ich habe vor dem echt Respekt, muss ich sagen, weil da halt Nidoking, Nidoqueen stehen mit Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben. Und Giovannis AI ist gut. Und er war ja schon davor häufiger mal ein Roadblock. Von daher, ja, schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier die Trainer machen, mich heilen und dann gegen Giovanni gehen. Ist ein etwas längerer Solo-Run, aber finde ich, ist auch mal ganz schön. Fühlt man sich mehr zum Pokémon verbunden. Ich bin jetzt noch nicht losgegangen und habe mir einen Plüschtier von ihm gekauft, aber vielleicht kommt das ja am Ende vom Run noch. Ich meine, Megasauger brauchen wir für das Rizeros, was er hat. Aber ob wir es darüber hinaus noch brauchen, weiß ich nicht. Ich meine, klar, es gibt auch hier die... In der Theorie kannst du auch Megasauger weglassen und dafür Erdbeben dir holen. Per Mimikry oder was? Frage ist, wie gut klappt das? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob er generell Erdbeben lernen kann in den Editionen darauf. Paralyse ist schön, Schlammbad. Säurepanzer kommt auch erst in 60, also da haben wir noch ein bisschen Zeit, uns zu entscheiden, ob wir das nehmen wollen oder nicht. Ich finde es aber generell ziemlich tanky, deswegen bleibe ich mal dabei. Ja, unser Angriff ist halt richtig stark, ne?
So, in der Theorie sind wir jetzt schon bei Giovanni. Aber wir machen hier die Trainer noch mit weg. Ich speichere mal hier Coupon. Nicht, dass wir jetzt durch einen Unlucky Hit irgendwie zugrunde gehen. Das wird wahrscheinlich... Also der wunderbare Giovanni wird schon schlimm genug, glaube ich. Ja, Sandama auch wieder so ein Ding. Kommen wir nur auf Hälfte, ne? Ja. Ja, der ist unter der Erde, das dachte ich mir fast. Und der buddelt sich zweimal unter. Oh. Ja, ist ja gut. Ja, Diktri ist auch der Begriff einer Glaskanone, ey. Er hat zwei Pokémon. Schlammbad vergiftet auch häufiger, ne, bei uns. Ich fände es halt so cool, wenn irgendwie Same-Type-Attack-Bonus sich auch auf Statusveränderung beziehen würde, so. Ein Elektro-Pokémon hat eine höhere Chance auf Paralyse mit Donnerblitz oder sowas. Das finde ich irgendwie etwas, was noch fehlt im Spiel. Oder generell so. Ich weiß nicht, ob es das später so gibt. Ich meine, es gibt später hier Fähigkeiten, die das wahrscheinlich begünstigen, aber trotzdem. Das war... ja, sehr ordentlich. So, dann mal auf zum Tauros. Na, Tauros ist auch so eine Macht in der ersten Generation. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass der Special-Wert ja nicht aufgeteilt ist. Das haben sie dann ja in den nächsten Generationen einfach durch die Teilung des Special-Wertes negiert. Dann hat plötzlich Radikal und Tauros keinen Spätzangriff mehr, sondern nur noch Spätzverteidigung. Ja, schade. Ja, 141 Angriff. Es ist auch so, dass wir jetzt mit unserem Level noch nicht mal in Levelreichweite für Giovanni sind. Und wenn ihr selbst... Ich meine, ja klar, Tauros ist ein richtiges Tier, aber trotzdem. Selbst da kommen wir nicht an geregelten One-Shot ran. Das wird schon ganz schön spannend, dann in der Top 4 und gleich auch bei Giovanni. Ich glaube auch nicht, dass wir es Level Up in 53 schaffen. Aber nicht so schlimm. Ich brauche halt eine gute Strategie. Wir haben noch Attacken in der Hinterhand. Mit Mimikry, man könnte halt relativ schnell Mimikry Erdbeben und dann mit Erdbeben versuchen, da durchzuhauen. Durchzuböllern, aber... wie stark ist das? Ich weiß es nicht. Das Ding ist auch... brauchen wir Megasauger für Sandama in der Top 4. Oder schaffen wir den mit zwei Body Slam, weil so viel wird nicht rumkommen, glaube ich. Könnte aber Lucky kritten. Ich muss da alles genau nochmal analysieren. Das wird ein ganz, ganz schön langer Kampf und ganz schön heftiger Kampf, glaube ich. Schauen wir mal hier, was der Megasauger bringt. Ja, nichts. Es ist halt nichts. Also gegen das jetzt von Giovanni wird Megasauger uns gar nichts nützen.
Ja, Body Slam ist dann, ne? Body Slam und hoffen auf Paralyse. So, alle Trainer besiegt. Raus hier. Und dann heilen wir uns. Ist schon krass, wenn man keine Kampf-Items benutzt. Aber ich glaube, selbst die hätten uns hier nichts gebracht. Also von daher nicht so schlimm. Ich würde echt lieber gegen den Rivalen kämpfen, als gegen Giovanni. Ich meine, mit Aquana haben wir zwar einen starken Gegner, aber... Ja, okay, wir hätten gegen jedes der Evolution eigentlich relativ gut dagestanden, glaube ich. Psyana gibt's noch nicht. So, jetzt, was machen wir in der nächsten halben Stunde? Hauen wir Giovanni. Ich habe echt Angst davor, weil der mir ja immer sehr starke Schmerzen bereitet. So, ja, das wird ganz geil. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir könnten mit Explosion arbeiten. Allein er hier wird jetzt schon ein Brett. Wir haben aber 200 KP. Ja, ich hatte schon Schiss. Ich hatte schon richtig Schiss. Ah, oh, Mann. Ah, es geht schon richtig gut los. Ah, oh, der ist so richtig tanky und hart. Ah. Geh und versuch zum Start. Ah, oh, es tut so weh. Hey, wir müssen den direkt umhauen. Scheiße. Also, Diktri wird immer schneller als wir sein. Da gibt's keine Frage. Du kannst doch nicht jedes Mal treffen, das sind 30%. Bitte, ich bitte dich. Klar muss man schneller sein, damit es trifft, aber du kannst nicht jetzt zweimal einen Geofrisur hintereinander ins Ziel bringen. Wie krass ist diese Wahrscheinlichkeit. Gott, der Kampf wird jetzt schon richtig hart. Och man. Ich weiß halt nicht, was ich hier sonst tun soll. Er ist ja eh immer schneller als wir. Danke, der Megablock. So, weg damit. Wir sind am ersten Pokémon vorbeigekommen. Yay! Das ist gut. Das ist ordentlicher Damage. Kratzfurie ist okay. Ah, doch, ist kritisch. Ja, wir haben gelevelt. Das ist gut. 100 Spätz jetzt mittlerweile schon. Das ist gar nicht so schlecht. Also das ist wirklich nicht schlecht. So, jetzt geht's rund. Body Slam. Paralyse wäre gut. Aua, aua, aua. Das ist ein Crit, ne? Ja. Okay, gegen Crit machst du nichts. Hätten wir mal Komprimator mitgenommen, ne? Ich das jetzt 5-mal gedrückt. Und jetzt geht's wieder los. Wäre das kein Crit gewesen, also ich glaube, einen Erdbeben 1 überleben wir, aber danach ist Feierabend. Und ich glaube nicht, dass das Diktri hier... Ja, dass der uns auch jedes Mal trifft, das ist doch unnormal. So, wir gehen mal kurz zu Giovanni im Pokewiki. Awesome.
So, jetzt erstmal wieder an dem vorbeikommen. Also, was hat Diktri an Attacken? Nur mal so zum Vergleich: Schaufler, Sandwirbel, Geophysur und Erdbeben. Ich möchte von gar nichts davon getroffen werden. Wieso triffst du mich denn zu 100% mit Geophysur? Jetzt mal ohne Scheiß, wieso triffst du mich zu 100%? Es hat eine 30% Genauigkeit in Generation 1 und du hast mich bisher jedes Mal damit getroffen. Das ist ein bisschen geschummelt. Junge, was soll das? Also es sind halt 30%. Ich habe gerade die Attacke tatsächlich offen und es sind nur 30%. Später wird es ausgerechnet, wie viel Prozent Genauigkeit die haben, aber du, nee, mal, jetzt mal ohne Scheiß, das sind 100% Genauigkeit. Es ist so, dass ich zu 100% von Geophysur getroffen werde. Das ist doch, das ist nicht normal. Also bei weitem nicht. Kann doch nicht sein, dass er nämlich trifft damit, dass ich zu 100% damit getroffen werde. Ja, Giovanni ist halt viel zu schwer. Danke. So sollte es nämlich auch sein. Also es waren jetzt wirklich 5 von 6 Geophysur haben ins Ziel getroffen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Das ist richtig kacke. Ja, und das, unser Badge-Boost auch weg. Das ist gut, aber ja, Erdbeben ist jetzt so stark, als hätte es einen Volltreffer. Ach so, ja, quasi alles nicht mal mit zwei Volltreffern kommen wir da durch. Ja, Nicht mal mit zwei Volltreffer, nicht mal wenn ich zwei Volltreffer mache, komme ich gegen Nido Queen durch und ich kann mir kein Erdbeben per Mimikry holen. Das muss ich überlegen. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt los und hole mir das Level 53 noch eben schnell. Wir sehen uns dann gleich wieder und dann schauen wir mal, wie es mit 53 weitergeht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe Level 53 geholt. Ich habe dafür so einen Vogelfänger in Fuchsania City umgehauen. Schauen wir mal, wie das Ganze hier jetzt aussieht. Ob wir. Weil ich möchte wirklich die Sonderbonbons erst nach der Siegestraße poppen. Weil in der Siegestraße sind es halt nochmal 5 Level und wenn wir jetzt Sonderbonbons nehmen, sind es halt nur 3. Ich möchte zumindest jetzt nicht im Fight hier leveln. Wir haben einen Lucky Crit gekriegt, das ist gut. Katzfurie ging daneben sehr gut. Hälfte. Es ist. Oh, den Kreideschrei kann ich halt null gebrauchen. Ich meine, jetzt ist das noch ein kleiner Badge Boost für uns, aber es ist halt nichts. So, jetzt werde ich einen Megablock fühlen. Danke, Giovanni. Ja.
Der Kreideschrei ist halt richtig bad, dass der rein scheppert und uns dann so low kloppt. Wir kommen ja nicht mal Nidoqueen vorbei. Ich glaube nicht mal, dass Rizeros das Problem ist, weil wir uns da halt relativ gut vollsaugen können. Aber wenn der Kreideschrei plus Erdbeben-Stab kommt, das haut uns so um. Das ist ja ekelhaft. Mir fällt auch gerade keine gute Idee ein, wie ich da, wo ich jetzt nochmal schnell mehr EP rausholen könnte, um ein oder zwei Level zu machen. Vor allen Dingen wird es dauern, auf jeden Fall. Ich würde das auch, ja, es wären halt hier irgendwie, ja, Pokémon oder Trainer auf Route nach Fuxania City. Ja, das schafft er fast solo, ne? Also nach Fuxania City die ganzen Routen, also ob wir den Radweg nehmen oder den anderen. Aber das sind auch nicht so viele. Das sind halt 30, 28, also Ende 20, Anfang 30er, die Pokémon. Das ist nicht so viel. Schlitzer ist richtig scheiße. Ist vergiftet. Ich schmeiß mir einen Supertrank. Ja, ich hätte wahrscheinlich einen besseren anderen genommen. Doppelteam ist egal im Prinzip. Ah, Gott. Gut. Wir haben keinen Defense Drop. Trotzdem ist es Nidoqueen. Es wird nicht viel Schaden machen. Body Slam, wir sind schneller. Das ist das einzig Gute hier. Wir sind schneller, aber wir brauchen direkt eine Paralyse oder irgendwas. Ja. Ich heile mich mal. Haben wir noch eine Top-Genesung? Eine haben wir. Da war der Megablock. Es kommt halt überhaupt kein Damage rum, ne? Das Erdbeben haut rein. Ich Megasauger drücke und glücklicher bin. Ne, das ist gar nichts. Megasauger ist es nicht. Ey, ohne Scheiß, das ist so wenig Damage. Und wir kriegen Volltreffer rein. Ja, schön. Megasauger. Ey, ohne Scheiß, ist nur gegen Pokémon, die Boden und Gestein sind, eine halbwegs solide Attacke. Nur Boden macht das fast zu wenig Schaden. Ich meine, klar, wir kriegen ein bisschen KP wieder, aber das ist halt auch nicht die Welt. Ich probier mal. Ich möchte mal nur kurz sehen, wie es ist, wenn wir jetzt hier Sonderbonbons reinjagen. Ich mach mal Level 60. Wir sind ja gerade relativ. Relativ nah dran. Wie gesagt, ich möchte hier eigentlich keine Sonderbonbons poppen. Aber zum Testen jetzt einmal. Gucken, wie wir jetzt hier. Also bei Giovanni haben wir ja auch schon häufiger gedrückt. So, Level 60. Das sind unsere Werte. Komm. Einfach mal zum Testen gerade. Das war jetzt zwar ein bisschen Quatsch. Megablock ist gut. Body Slam dürfte jetzt one-shotten. Ja. So, Säurepanzer. Schlitzer wird immer gleich viel Schaden machen. Aber erhöht unsere Verteidigung stark. Nochmal. Schlitzer macht immer noch so viel Schaden. Ja. Überleben wir noch einen? Ja. Wir machen nochmal Säurepanzer. Wir sind jetzt durch die Säurepanzer auch schneller. Wir müssen uns jetzt heilen. Schlitzer macht immer gleich viel Schaden, weil die Volltreffer sämtliche Stat-Boosts ignorieren in der ersten Generation. Das wisst ihr natürlich alle. Ja, dass das Ding jetzt auch nur Schlitzer. Das war jetzt gerade das eine Mal, wo es kein Crit ist. Okay, cool.
Das passiert sehr selten, dass Schlitzer nicht kritisch ist. So, das war ein Volltreffer. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Das ist ein Volltreffer. Jetzt müsste ich Schlammbart drücken, um auf Giftung zu hoffen. Da ist er auch schon. Das ist ein Crit. Das ist ein Crit vom Rizeros, einem so langsamen Pokémon. Ja, schade. Also so sehe ich eine Möglichkeit da drin, die Erdbeben wegzutanken. Aber ja, wir schaffen es immer noch nicht. Das ist echt heavy. Puh, da muss ich mir jetzt echt was überlegen, was wir machen. Ich werde einfach mal jetzt noch ein bisschen in der Open World ein bisschen grinden, Trainer machen. Ich glaube, ich mache mal den Radweg fertig oder so und dann probieren wir es gleich nochmal mit einem etwas höheren Level. Also nur gegen Rizeros würde mir halt der Megasauger wirklich helfen. Gegen Rizeros und gegen Onix, gegen alle anderen nicht. Bin mir da noch unschlüssig. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, da bin ich dann auch wieder. Ich habe den kompletten Radweg geklärt, was für Level 56 gereicht hat, also ist schon einiges an EP, was dort rumliegt. So, und jetzt müssen wir nur 4 Sonderbonbons benutzen, um in Level 60 zu kommen. Das ist für mich okay. Ich wollte jetzt nicht noch den ganzen rechten Weg nach Fuxania City machen, was man theoretisch hätte machen können. So, nur das Ding ist, ich muss jetzt leider auf, also ihr habt ja vorhin gesehen, wie gut es mit Säurepanzer geklappt hat. Und ich werde jetzt Schlammbart für Säurepanzer wegpacken. Es tut mir in der Seele weh, aber es muss leider sein. Es liegt einfach daran, Säurepanzer ist dann unser Signature-Move. Ist auch nur Slimer und Aquana können Säurepanzer überhaupt lernen. Also ist sogar sehr nah dran an einem Signature-Move. Von der, von der Qualifikation her. Und ich würde mir das Ganze jetzt... Ich finde es ein bisschen schade, weil ich Schlammbart als eine echt gute Attacke empfinde, aber Body Slam hilft uns halt in so vielen Varianten mehr und wir brauchen fürs Rizeros, brauchen wir leider Megasauger. Es geht anders nicht. Ist ein bisschen doof. Aber ja, was willst du machen? Kannst du dich jetzt ja nicht gegen wehren. Unser Angriff ist sowas von brutal hoch. Es ist quasi lächerlich. Wir drücken jetzt Säurepanzer hier bei dem Pokémon. Ja, okay, jetzt dürfen wir sogar umso mehr Säurepanzer drücken. Können jetzt ja noch sogar einen mehr. Ich muss auch immer wieder den Säurepanzer jetzt hochdrücken. Es tut mir ein bisschen leid, das dauert jetzt echt lange. Könntest du ja, er trifft Gott sei Dank nicht. So, wir haben jetzt natürlich Badge Boost hoch 10 gemacht. Einfach, weil er Kreidschrei genutzt hat und wir das gekontert haben. Und jetzt müsste Body Slam auch dementsprechend über Hälfte machen. Ja, killt sogar fast. Ich hole mir mein Leben wieder. Ja. Ich glaube, so flawless habe ich Giovanni selten gehabt, außer mit dem Wasser-Pokémon. Ja, das war der Kampf. Wir haben kein Schlammbad mehr. Wir haben dafür Säurepanzer, was passend ist. Jetzt war es ein bisschen lucky, dass wir ein bisschen viel Säurepanzer aufbauen konnten. Aber ja, es hat gereicht. Wir haben nur 4 Sonderbonbons benutzt. Das heißt, wir haben gleich noch 7. Es ist interessant. Was soll ich dazu sagen? Ich finde es schade. Ich hätte gerne Schlammbad weiter genutzt. Säurepanzer, finde ich, ist eine sehr gute Alternative. Und ist ja auch ein Signature-Move in der Hinsicht.
Weil auch nur zwei Pokémon in dieser Generation die lernen können. Attackenmäßig, ja, sind wir jetzt leider bei Body Slam hängen geblieben. Finde ich immer ein bisschen schade. Aber Body Slam it is. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir sind Level 60, was richtig hoch ist. Wir speichern hier. 4 Stunden 9, das ist auch gar nicht so schlecht alles, ne? Ist der, von der reinen Zeit, die wir jetzt im Run sitzen, mit rausfinden, welche Strategie und so weiter, ist das halt natürlich länger, als wir die normal haben. Normal haben wir so in der Regel 4 Folgen. Das hier wird jetzt mehr. Ist aber auch nicht schlimm. Ich muss sagen, es zeigt ja, man möchte auch jedes Pokémon richtig kennenlernen. Und ich denke mal, so lernen wir es ganz gut kennen. Ja, ich weiß nicht, was ich hier jetzt drücken soll. Ich mach mal einen Säurepanzer. Ist ja auch eine coole Giftattacke, ne? Schlitzer böllert natürlich jetzt rein. Das Ding ist, dass er ist halt auch richtig tanky. Richtig, richtig tanky. Ihr seht, da kommt ja kein Schaden bei rum. Der ist ja härter als Stalos jetzt mit seinem bisschen Säurepanzer da. Schauen wir mal, was jetzt der Megasauger bringt. Ja, über der Hälfte kriegen wir ordentlich Leben wieder rein. Super Sache. Ich bin echt positiv überrascht, dann doch, muss ich sagen. Ja, ich mache jetzt nochmal. Einfach, weil wir es können. Ist jetzt halt blöd, wir werden gegen Kokowai dann in der Top 4, dann haben wir kein Schlammbad, was ich gerne dagegen gehabt hätte, um den damit zu hauen. Muss ich dann anders irgendwie drumrum manövrieren? Wird auch interessant. Er fängt schon mit Solarstrahl an, ne? Solarstrahl in der Top 4 wäre sogar gut, aber wir müssen die halt auch kaputt kriegen. Und das wäre mit... wäre mit Schlammbart natürlich besser, aber wenn wir halt in der Regel... Oh, das war gemein jetzt. Ich muss gerade wirklich überlegen, aber... in der Top 4... Ja, allein schon, wenn wir gegen den Gift-Pokémon kämpfen, brauchen wir ja Body Slam. Schlammbart hätte uns ja auch jetzt gegen Agathe nichts geholfen. Das richtige Play ist halt mit Body Slam arbeiten. Und er lernt, kann ja auch keinen Bodycheck oder so lernen. Sonst hätte ich gesagt, lernst du Body Slam weg und packst dann dafür irgendwann später Bodycheck rein. Das geht natürlich jetzt nicht. So, du bist hart wie Sau. Schauen wir mal, wie doll mir das wehtut. Die Paralyse ist so unlucky. Komm, haben wir noch die Top-Genesung? Ja, wir haben gerade nicht mal die Top-Genesung gebraucht bei... bei Giovanni. Das sagt ja wohl einiges aus. Wir leben immer noch. Jetzt habe ich es gejinxt wahrscheinlich. Megasauger. Okay, ja. Da ist egal, was ich drücke dann. Es wird halt ganz anders, ganz hart. Bin echt gespannt. Mir fällt auch nicht wirklich viel mehr ein, was man noch machen kann. Unser Movepool ist nicht so groß. Klar ist es variantenreich mit Pflanze, Elektro, Feuer, aber... Ja, Schlammbart ist es halt nicht. Auch wenn es mir hier wahrscheinlich sehr helfen würde. Außer gegen Sandama. Zum Beispiel hier kann ich kein Schlammbart nutzen, ne? Ah, es ist schwierig. Ich, ja. Ist eine ganz andere Art von Herausforderung. Aber er ist halt auch tanky, wie Sau. Es ist ja nicht so, dass dann kein Damage bei rumkommen würde. Das war ja bei Arbok der Fall. Der war squishy und kam nicht... Also das Müh an Schaden kam nicht raus. Und das haben wir hier bei Silvio halt gar nicht. Da kommt der Damage. Da kann ich mich nicht gegen wehren. Hier kommt das Level Up. Frage ist, was drückst du da jetzt für Attacken? Body Slam. Macht. Bleh. Stachelspore. Hör mir auf damit. Da habe ich keinen Bock drauf. Lass mich mit sowas in Ruhe. So, hier drücke ich mal einen Säurepanzer. Wir sind auch schnell, ne? Das ist.
Superschall ist gut. Säurepanzer nochmal. Dreimal nicht getroffen. Unsere Verteidigung steht auf jeden Fall jetzt. Die steht wie eine Eins, du. Ja, jetzt wird's quasi immer darauf hinauslaufen, zu wissen, wann ich Säurepanzer drücken kann, um einfach in dem Moment, in dem Kampf, wo ich es drücken kann, sehr stark, sehr hart zu werden, damit mir erstmal nichts was anhaben kann von den Attacken her. Das ist gut. So, wir haben jetzt halt nicht mehr 4 Angriffsattacken. Das heißt, ich muss mich jetzt heilen, dann geht's in die Siegestraße. Siegestraße müssen wir auch komplett mitnehmen, so gut es geht. Jeden Trainer. Aber ich glaube, wir werden einmal schnell durchrennen. Nur die Trainer machen, die man nur von vorne machen kann. Das alte Prinzip, ihr kennt es. Dann renne ich da einmal kurz durch. Mach die alle weg. Um noch echt viele Level rauszuholen. Und dann... Oh, ah, ich missklicke heute echt viel. Was ist denn los mit mir? Ich bin hyped. Es macht mir auf so eine ganz andere Art richtig Spaß. Das war im Midgame überhaupt nicht so, da habe ich nur gekotzt. Aber jetzt gerade macht es so richtig Spaß, weil es ein ganz anderes Play ist mit Slimog. Irgendwie, es catcht mich einfach. Kann ich mir nicht helfen. Ich bin gerade an so einem Punkt, es ist zwar schwer, aber es ist geil schwer. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das habe hier mit dem Run. Hier wird nochmal ein ganz anderes Kaliber, aber jetzt habe ich Stärke gedrückt. Das ist auch so eine Sache, das war richtig dumm, das mache ich auch nicht mehr. Ich glaube, also das mit Glumanda Stärke beibringen gefällt mir. Ist für mich eigentlich angenehmer, ist auch, aber das jetzt Shiggy Stärke beibringen, ist ungewohnt, klar, aber so ist cool. Ist gut. Achso, da bist du. Den habe ich gerade übersehen. War gerade, hä, was ist denn jetzt los? Aber wo war es hier, ne? Ne, da oben. Ibitak? Ne, Nidorino, cool. Ja, den haben wir auch noch nicht. Und wünscht ihn euch gerne. Nennt ihn Norbert oder irgendwie so. Keine Ahnung. Namen, die euch gefallen. Ich bin... So, wir speichern hier. Wir können auch unter der Zeit von Gyarados sein. Also... Platzmäßig kommt das hin so. Und jetzt können wir hier immer Glumanda zum Stärken benutzen. Und 7 Sonderbonbons hilft halt auch noch sehr viel. Brauchen halt irgendwann die Level. Genau, hier gibt es doch auch das eine, die eine Trainerin mit Parasek. Es ist halt wirklich schade, aber ja, das mit dem... Also, wir brauchen Säurepanzer, man hat es ja vorhin gesehen, wie stark es ist. Möchte da jetzt auch nicht immer
lamentieren drüber. Ich hätte es mir halt gewünscht, so. Ja, du hast noch eine Attacke in der Hinterhand oder so. Oder Matschbombe jetzt als TM wäre zum Beispiel auch sowas, was echt geil wäre. Aber tanky ist Silvio halt die Sau, ne? 62 sind wir schon, das ist auch echt gut. Sammeln auch noch Geld vom Boden auf. Ich werde dann ein AP Plus in Body Slam, eins in Donnerblitz und eins in Megasauger, glaube ich, stecken. Obwohl, eigentlich reicht alle in Donnerblitz, oder? Ja, ist es die Attacke, die wir... alle in Body Slam, meine ich. Ist die Attacke, die wir am häufigsten drücken, die am besten mit unseren Werten skaliert. Donnerblitz lohnt sich halt wirklich nur, wenn wir sehr effektiv gegen das Pokémon sind, sonst lohnt es sich nicht. Sonst ist in der Regel Body Slam immer die bessere Wahl, auch wenn das gegnerische Pokémon tanky ist. Können wir hier mal schauen, Body Slam. Ja, das ist ein Brett. Ja, ich hau die AP Plus, hau ich in Body Slam. Body Slam werden wir wahrscheinlich bis zum Schluss mitspielen. So, Stärke, die zweite. Ich darf mich nur bei Glumanda nicht verklicken, denn er hat ja Schaufler. Ihm hier vorbei. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ich muss mir mal angewöhnen, da oben dann direkt nachzuschutzen. Wenn wir natürlich die ganze Siegestraße mitnehmen an Trainern, dann kriegen wir auch eine ganze Menge Kohle noch rein, die wir dann eventuell in Vitamine packen können. Da müssen wir auch genau wissen, wann wir welche Vitamine nehmen. Carbon sind wir ja schon am Maximum, aber noch ein paar Calcium oder ein paar Proteine wären schon echt was wert, ne? Ah, schade, nicht geklappt. Letzte Chance. Nee, hat nicht geklappt. Die lustigen Strategien. So, wir heilen uns. Wir gehen dann shoppen. Holen uns schon mal die 30 Top-Genesungen, die wir dann für die Top 4 brauchen. Die, nicht die 30, die 10 Top-Genesungen. So, die für 30.000. So, so ist der Plan. Oh Gott, was laber ich hier? Das kann weg. Supertränke können wir auch nicht mehr benutzen. Top-Ether behalten wir. Behalten wir, behalten wir, behalten wir. Das kann weg, denn wir können uns das nicht leisten. Wir haben eine Top-Genesung. Mimikry, Psy-Welle brauchen wir nicht. Und Geophysio brauchen wir auch nicht. Und wir haben... So, wir brauchen 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Können wir für 80.000 noch Vitamine kaufen. Vitamine und Naschen. Das ist gut. Dann gehe ich jetzt einmal in der Siegestraße hart trainieren. Bei 420.
Und danach gehen wir Vitamine kaufen und dann geht's in die Top 4. Wir sehen uns gleich. Ja, da bin ich auch schon wieder. Siegestraße komplett. Wir haben Silvia auf 66 geprügelt. Hab natürlich auch das Lavados mitgemacht und ich kann keine Vitamine mehr schlucken. Ich habe es gerade schon mal angetestet und ja, vitaminemäßig sind wir bei ja, gar nichts. Es bleibt komplett stehen. Siegestraße ging ganz gut. Ich habe 3 AP Plus in Body Slam gehauen und ja, wir haben jetzt ich habe mir jetzt auch schon Doppelteam gekauft. Doppelteam, Mimikry, Feuersturm, Toxin. Mehr haben wir nicht. Das sind hier unsere Sachen. Wir können das nochmal ein bisschen schöner sortieren irgendwie. So, so vielleicht. Pokeflöte. Ja, das ist. Das hier so sieht das doch okay aus, glaube ich. Ja. So sieht's okay aus. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Deswegen, ich lasse es einfach mal da. Ich würde sagen, wir speichern hier. 4 Stunden 40. Und ja, jetzt gibt es noch ein paar Sonderbonbons rein. Wir brauchen 11.000 EP mittlerweile, um ein Level-Up zu haben. Das ist schon ganz ordentlich, aber ja, was soll's. Ich habe auch echt viele Trainer diesmal mitgemacht. Also der ganze Radweg haben wir selten mitgenommen. Und rechts von Fuxania City sind die Trainer halt nichts. Das hätte ich mitmachen können, das hätte jetzt noch ein Level vielleicht gegeben, aber ich glaube, wenn wir es jetzt mit, was sind wir gleich, 73, wenn wir reingehen, nicht reicht, ja, dann kann es auch irgendwann nicht reichen. Es ist ein sehr hohes Level, klar, vielleicht habe ich auch maximal übertrieben, aber ja, das sind unsere Werte, Level 73. Wir waren Kabutops, waren wir auch in 70, also so krass und schlimm war es nicht. Wir gehen rein. Erste Runde Top 4, mal schauen, wie es wird. Ich hoffe nicht, dass wir bis irgendwie 80, 90 trainieren müssen. Das wäre echt schlimm, aber man weiß es nicht. Ist der erste Try. Ich habe noch nicht irgendwie was angeprobiert hier. Ob es was gibt, keine Ahnung. Wir haben nur Silvio. Donnerblitz. Ah, reicht fast. Erholung kommt. Erholung ist gut. Denn er schläft jetzt mindestens 2 Runden, das heißt, wir können Säurepanzer drücken. Noch ein Säurepanzer. Er ist aufgewacht. Donnerblitz. Jawohl. Die EP, ich glaube, wir brauchen jetzt 25.000 oder so. Es ist irgendwie lächerlich, aber geil. So, Austausch geht relativ gut runter. Lamus wird jetzt tricky. Wir sind schneller, das ist schon mal viel wert. Ja, gut. Rosana hat wenig Verteidigung. Body Slam drauf. Ja, ist weg. Nice, nice. Labras, Donnerblitz nochmal. Ah, guck. Das tankt es so weg. Body Slam. Natürlich, natürlich, Paralyse. Gib mir meinen. Ah, guck, sie heilt sich sogar noch. Megasauger. Ja, da war gierig von mir. Den habe ich auch verdient. Gut. Ich habe auch alle Items in der Siegestraße gesammelt, in der Hoffnung, dass wir mit dem Geld irgendwas machen können. Ja, können wir nicht. So, wir wurden komplett geheilt. Ja, Elixier drücke ich jetzt schon rein. Ich bin kurz am Überlegen, ob wir irgendwas machen. Ich muss mal. Nee, wir gucken nicht rein. Ich gehe hier ohne Pokewiki mal rein und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich muss jetzt überlegen, müssen wir hier überhaupt Säurepanzer aufbauen, um viel auszuhalten? Ich meine, nur Macho Mai wird wahrscheinlich 2 Hits gegen uns haben. Die Onyxe können wir wegsaugen. Eins davon kann Erdbeben. Ich glaube, das erste ist es nicht. Da hätte man das jetzt schon hier machen können. Wir werden aber wahrscheinlich auch gleich leveln. Nocturne hat viel. Könnte mir mit Konter ordentlich zusetzen. Ich versuche mal einen Donnerblitz zu gucken. Ja, es reicht schon. Die haben so einen schlechten Special-Wert. Schlechten Spezialwert. Da geht ein Donnerblitz so durch. Ja. Gut. Onyx.
Hier haben wir gelevelt 74. Das sind unsere Werte. Das ist natürlich bombastisch hoch, ist klar. Aber gehört dann auch irgendwie dazu. Das war stark. Paralyse, sehr gut. Direkt paralysiert. Body Slam. Nice, nice. So, jetzt kommt Agathe. Das wird nochmal ein richtig schweres Ding. Das erste kann gar nicht. Nachtnebel ist natürlich für uns wirklich gefährlich. Bin mal gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube auch noch nicht, dass wir in dem Kampf leveln. Wir werden wahrscheinlich bei Siegfried leveln. Wahrscheinlich nach dem Garados. Könnte ich mir vorstellen. Es ist halt jetzt, was macht sie? Fängt sie jetzt mit Delegator an? Wird es echt nervig? Sie fängt mit Delegator an. Dann mache ich jetzt alle drei Säurepanzer voll. Sie macht weiter in Delegator. Noch ein Säurepanzer. So, Schlecker. Jetzt kommt der Donnerblitz. Jetzt müsste der Delegator kaputt gehen, ja. Sie drückt es wieder. Es ist immer ein Viertel, ne? Ja. Volltreffer. Das müsste jetzt aber reichen, ja. Wir sind halt schon einen ordentlichen Level-Vorsprung. Nutze gerade ein bisschen viel Donnerblitz. So viel haben wir gar nicht davon. Ja. Gnosis gemein. Ich habe aber die Pokeflöte mit und die spiele ich auch. Da kenne ich nichts. Aber wir haben ja auch noch einen Top-Aether mit, also so schlimm ist nicht. Dann Body Slam. Ich glaube, das reicht. Ja, das reicht auch. So, das Gengar hier ist echt gefährlich. Hälfte, ja, genau deswegen ist es sehr gefährlich. Boah, das ist gemein. Pokeflöte, ja. Der Special Drop tut weh, aber wir haben ja Gott sei Dank jetzt gewonnen. Es wäre echt knapp geworden dann. Nach dem Special Drop hätte es sein können, dass wir komplett mit einer Psychokinese gekillt werden. So, Top-Genesung rein. Agathe war schon wieder ein ganz schöner anderes Kaliber. Ja, wie sieht's aus? Werte sind gut. AP sind voll, Attacke rein. Ich glaube, so gefährlich sind Siegfrieds Drachen für uns jetzt gleich nicht. Garados, wenn man Donnerblitz hat, in der Regel ja eh nicht. Ja, da ist Feierabend. Ganz schnell. Wir sind schneller als die Dragonier, das ist wichtig. Ah, guck mal, wir schaffen sie gar nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hatte gedacht, dass ein Body Slam reicht tatsächlich. Machen wir weiter Body Slam. Macht deutlich mehr. Paralysiert. Dass er auch Hypertränke schmeißt, wie nichts Gutes, ne? Das ist ja was hier. Wir stehen hier und haben Megasauger noch in der Tasche und die ich jetzt schon ewig nicht mehr benutzt. Buh! Kein Wickel. Wickel stinkt. Aber ja, die Paralyse hilft uns da raus. Megasauger, damit man es mal wieder benutzt hat. So, ja, Donnerblitz, du bist oben.
Wenn du runterkommst, kriegst du aber einen. Das ist ein Volltreffer, ne? Ja. Ah, Aerodactyl ging gut weg. So, mal schauen, wie du das verträgst. Das ist schon ordentlich. Barriere oder so würde ich mal feiern. Das dürfte aber reichen, ne? Ja, das reicht. Gut. So, wir leveln gleich im Kampf wahrscheinlich gegen den Rivalen. So. Ja, wir fangen mit dem der größten harten Nuss an. Ich habe wirklich Respekt jetzt vor Sandama gleich. Weil der wird uns nur mit Erdbeben eindecken. Und da müssen wir halt schauen, dass wir dem schnell viel Schaden machen. Soll ich einen Megasauger mal zum Start probieren? Ich kann ja einen Bodyslam und dann Megasauger machen. Um mal zu gucken, wo wir dann mäßig sind. Wir können hier keinen Säurepanzer aufbauen, nicht bei ihm. Bei den anderen vielleicht, um ein bisschen tankier zu werden. Machen wir einen Body Slam. Wir fangen auf jeden Fall an. Das ist schon mal gut und das macht gut als... Ja, so. Ja, 40% macht's. 40-45%. Das Erdbeben... Saugen wir da mal an ihm rum. Oh, okay, machen beide gleich viel. Das war wichtig. Ach stimmt, dich hatte ich ganz vergessen. Psykraft, war ja klar. Gott sei Dank. Oh, ist der schön umgefallen. Das war gut. So, Kokuwai, du Stinker. Ah, Body Slam regelt gerade gut. Und Paralyse. Top Genesung, ist richtig gemeint von ihm. Obwohl, ja, dicht ist ja legitim. Was kann der? Ja, der kann die Nervattacken. Natürlich. Wieder. Mistsau. Gut, aber hier Top-Genesung von mir. Da ziehe ich nicht ein. Wenn er das nutzen darf, darf ich das auch. Ich weiß nicht, ob er das jetzt die ganze Zeit drückt, weil es die einzig sehr effektive Attacke ist. Ich glaube schon. Er hat halt nur Hypnose, hat nichts anderes, hat keine... er hat auch keine Psychokinese, das ist auch was... Das ist auch keine Wirkung, das ist gut. Wir haben ja auch eine Paralyse drauf. Mach den mal weg, bitte. Danke. Ja, Silvio rockt das hier schon ganz ordentlich. Vulnona... Ja, Body Slam. It is. Body Slam it is. Konfustrahl ist gemein. Aua. Jetzt fängt sie an, unsere Defense runterzudrücken. Ja. Dann, jetzt drücke ich Säurepanzer. Ich habe keine Lust, jetzt irgendwie blöd Damage zu nehmen. Ach stimmt, wir verschwinden dann ja so cool in der Animation. Also wir sind bei plus 3, wenn ich mich nicht verzählt habe. Body Slam. Ja, wir leveln auch hier jetzt. Das sieht einfach lustig aus. Na? Krittet der hier in mich rein? Nein! Oh Gott, was mache ich denn? Alter Schwede, habe ich hart gemissklickt. Oh Gott. Schnell hoch und jetzt kommen die nächsten 2-3 Säurepanzer. Ich spiele hier alles auf Safe. Noch so viele Top-Genesungen über. Boah, hier, das meine ich. Kannst du vergessen. Ich spiele das jetzt super safe. Bis
da kein Säurepanzer mehr geht. Er macht nur Sternschauer. Ah, das war gerade so knapp, ne? Donnerblitz-Crit hätte mich echt umnatzen können. Wahnsinn. Silvio, der Unsichtbare. Donnerblitz. Ja, da kommst du. Ja, das ist halt kein Damage. Ja, wir haben es geschafft. Juhu! Mein harter Missklick zum Schluss. Muss nicht sein. So, jetzt. Was bleibt am Ende zu sagen? War es ein Run, der mir Spaß gemacht hat? Ja. War es schwierig? Ja. Hatten wir viel Pech? Ja. Ich fühle mich hier wie bei Zoomania. Beantworte die mit Gegenfragen und beantworte die. Super Film. Ich liebe ihn. Nee, muss ich sagen, Slimer, total geiles Pokémon. Man muss halt lernen, mit ihm zu spielen. Und wenn sind die, gerade hier, wenn wir nur mit Fund am Start, es war das so hart, bei Body Slam ging es wirklich deutlich bergauf. Hatten dann halt auch in der dritten Folge war es, glaube ich, eine Menge Pech. Ach, jetzt muss ich schnell aufschreiben. 4 Stunden 55 ist eine hohe Zeit, aber es liegt daran, man musste viel trainieren. Auch, dass ich jetzt die ganze Siegestraße mitgenommen habe, in dem Zeitpunkt, war sehr wichtig. Man hat es halt gemerkt, an manchen Ecken und Enden, ich musste dann wirklich die Power haben und ich konnte mir keine Vitamine mehr drücken, das heißt, ich musste wirklich so krass leveln. Und wir sind Level 76 dann am Schluss. Ich guck mal in den Discord rein bei der Rangliste. Wo haben wir es denn? Rangliste. Vom Level her war jetzt, glaube ich, eher der höchste. Ja, aber zum Beispiel Arbok, mit der ein besseres Moveset hat, hatte nur 3 Level weniger, war auch 73. Kabutops und Sichlor waren beide Level 70. Jürgen war auch Level 70, also ist auch nicht so krass overleveled. Also im Vergleich zu den anderen Pokémon. Dafür war er nicht der langsamste tatsächlich. Gyarados hat, also Carpador und Gyarados haben länger gedauert. Gulbat hat mit maximal Doppelteam-Nutzen 4 Stunden 20 gebraucht, also eine halbe Stunde länger. Ja, war schon gut. Da gibt's ja dann auch nichts zu sagen. Ich hatte Spaß auf jeden Fall. Ich find's gut, dass eure Wünsche mich dann immer zu Pokémon treiben, die ich eher nach ganz hinten anstellen würde. Und dann mache ich sie und dann sind die Pokémon doch ganz gut und gar nicht so schlimm. Und so können wir wieder was von unserer Liste streichen. Mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Wenn dem so war, lass mir gerne ein Abo da, Like da. Freue ich mich sehr drüber. Ansonsten bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Traumatos dran. Traumato, Hypno. Schalt auch gerne wieder ein. Ich bin raus. Haust rein und tschö tschö.